Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2021 MyTeam-Karriere mit Alibaba Racing. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so wahnsinnig auf das neue Spiel. Ich habe so Lust drauf, die Karriere ähnlich gut in ein paar Saisons hinzubekommen, wie wir das in Formel 1 2020 hatten. Und ja, es geht neu los. Wir können endlich neu durchstarten, haben wieder ein schlechtes Auto und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Herausforderung, wieder das Team managen zu können, anfangs mit wenig Ressourcen irgendwie durch die Rennen zu kommen und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und ja, ich hoffe, ihr verfolgt mich so ein bisschen oder ihr folgt mir, nicht verfolgt mich ein bisschen auf diesem Weg. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst mir gerne immer Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich anders machen kann, was ich anders machen soll, ob ich irgendwo anders vorgehen soll oder was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier zu lange quatsche, lasst uns loslegen mit der Karriere. Ja, die erste große Frage ist, spielen wir eine benutzerdefinierte Saison oder die komplette Saison? Und auch wenn wir bei Formel 1 2020 jetzt aus Zeitgründen den Rennkalender ein bisschen angepasst hatten in der letzten Saison, die wir gefahren sind, möchte ich natürlich schon die komplette Saison spielen. Ich muss mich einfach an die eine oder andere Strecke noch gewöhnen. Wobei man sagen muss, es ist ja ohnehin aufgrund von Corona in Real Life eine sehr, ja, ungewohnte Saison, die einfach rein losgeht. Dann nach Spanien, Monaco als drittes Rennen. Das ist alles ein bisschen kompliziert oder sagen wir sehr ungewohnt. Von daher schauen wir mal, was uns da in der MyTeam-Karriere erwartet. Hier steht auch, dass es in Kürze mehr Strecken geben wird. Bin sehr gespannt, wann das passiert, was da dazukommen wird. Imola, Portimao etc. Die sind jetzt leider nicht mit drin in dem aktuellen oder in der aktuellen Version des Spiels. Aber da bin ich schon sehr gespannt, was da dann kommen wird. Ja, das Wichtigste ist jetzt natürlich einmal die Rennlänge und auch wenn ich bei Formel 1 2020 mit den 100% Rennen gestartet bin, muss ich sagen, werde ich das jetzt in Formel 1 2021 nicht machen. Das hat im Prinzip einen großen Grund, es ist einfach die Zeit. Es ist wahnsinnig aufwendig, die langen Rennen zu fahren, zu schneiden und dann ein gutes Video rauszubringen, was dann auch einigermaßen knapp alles enthält, was man denn zeigen will. Und ich bin nicht so der Fan von Videos, die länger als eine halbe Stunde dauern und ich möchte einfach versuchen, möglichst kompakt in 20, maximal 25 Minuten immer ein Rennen zu zeigen und alles, was dazu gehört. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, natürlich das komplette Qualifying zu fahren, aber hier das Rennen in 50% Rennlänge abzuschließen. Es hat zwar ein paar Nachteile von der Strategie her, aber ich habe gehört, dass die Strategien jetzt an sich in F1 2021 auch besser umgesetzt worden sind. Die KI fährt jetzt ein bisschen realistischer und da freue ich mich auch drauf. Und ich denke, es wird alles in allem trotzdem eine geniale Saison werden. Die Rennen werden trotzdem super anstrengend werden. Auch ein halbes Rennen ist wahnsinnig anstrengend, da fehlt etwas durchzukommen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die neue Fahrphysik auch ist und da werden wir nachher dann bestimmt noch ein paar Eindrücke gewinnen. Die Genauigkeit der Wettervorhersagen, die möchte ich nicht auf perfekt lassen. Da stellen wir lieber mal auf relativ genau, weil ich finde es schon cool, wenn man hin und wieder mal ein bisschen überrascht wird. Und jetzt kommen wir wohl zu den größten Neuerungen bei F1 2021. Man kann jetzt so viel einstellen hier in der Karriere und da werden wir uns auf jeden Fall nicht das leicht machen, das kann ich schon mal versprechen. Wir schauen jetzt hier mal alle Einstellungen durch, also einmal Presseinterviews, ja, die lassen wir an, auch wenn die ja nicht so spannend sind, die ersten paar Saisons werde ich auf jeden Fall noch durchgehen. Und dann schauen wir hier mal Häufigkeit von Abteilungsereignissen. Es gibt nämlich immer mal wieder kleinere Ereignisse, wo wir uns dann für was entscheiden müssen, beispielsweise ob wir lieber ein bisschen Geld ausgeben, um irgendwas zu retten oder auf irgendwelche Ressourcenpunkte verzichten oder sowas. Und da würde ich sagen, machen wir doch erhöht, dann haben wir mehr Spannung, mehr Ereignisse, das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Das Einrichtungsmanagement lassen wir natürlich an, die F&E-Verwaltung auch. Wir möchten das Ganze ja auch ein bisschen managen. Und jetzt kommen die spannenden Punkte. Ich habe auch mal Zahlen gesehen, was das verändert. Ich glaube, da geht es so um 30% nach unten, 30% nach oben. Und ich würde sagen, die Teamanerkennungsrate bei uns ist reduziert, während sie bei KKI erhöht ist. Und genau dasselbe machen wir jetzt auch für alle anderen Sachen. Die Anerkennungsrate, die Ressourcenrate, die Geldrate. Das heißt, ich hoffe einfach, dass es sich nicht so wie in der letzten Saison entwickelt, dass wir in der zweiten Saison schon das beste Auto haben und uns keiner mehr was anhaben können, wenn wir das richtig spielen würden. Und jetzt kommt nochmal ein ganz genialer Punkt und auf den freue ich mich, so blöd es klingt, Defekthäufigkeit. Wir gehen jetzt hier auf Standard, also das Höchste, was hier geht. Technische Probleme treten mit normaler Häufigkeit auf.
Das heißt, auch ohne, dass wir irgendwie ein Verschleißteil haben, was irgendwie kurz davor ist, kaputt zu gehen, gibt es mal technische Defekte, die uns vielleicht sogar zwingen, das Auto abzustellen. Und das ist einfach so viel realistischer und da freue ich mich drauf. Den Defekttypen kann man jetzt auch noch ein bisschen unterscheiden. Hier sind nur technische Störungen aktiviert, weniger schwerwiegend, kein mechanisches Versagen. Hier sind die technischen Störungen ganz normal, aber auch ohne mechanisches Versagen. Und bei hoch ist beides aktiviert. Und ich möchte einfach gucken, was passiert. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal einen technischen Defekt vielleicht haben werden. Wahrscheinlich in den ersten Saisons noch ein bisschen mehr, weil unser Auto ja auch noch nicht so gut läuft. Also da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und auch hier gibt es noch mal ein bisschen was zum Einstellen. Das Safety Car, die Häufigkeit des Safety Cars. Also je häufiger oder je höher ich sie einstelle, es gibt nur die zwei Stufen, nein, drei, vier gibt es sogar aus, reduziert, Standard oder erhöht. Bei erhöht kommt das Safety Car einfach öfter vor. Es passiert öfter mal was. Und ich finde das so realistisch, weil man hat gesehen, bei Formel 1 2020, da hatten wir vielleicht alle 6-7 Rennen, wenn überhaupt mal ein Safety Car. Und daher machen wir mal erhöht und gucken mal. Wenn es zu viel wird, können wir uns ja immer noch ein bisschen korrigieren. Ja, beim KI-Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt keine Ahnung, was uns erwartet, wie die KI sich vielleicht anders verhält als beim Vorgänger. Ich möchte einfach mal mit einer 101 starten, das ist schon hochgegriffen. Und dann gucken wir einfach mal, wie gut wir sind und notfalls müssen wir da halt auch wieder ein bisschen anpassen. Den Autoschaden setzen wir natürlich auch auf volle Kanone. Wir möchten das wirklich so realitätsnah wie möglich haben. Die Rückblenden lasse ich an, wie auch schon in der letzten Saison. Falls mal irgendwas passiert, was überhaupt nicht realistisch ist, Crashs würde ich schon tendenziell nicht zurückblenden, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt mal hier ich am Lenkrad abrutsche oder irgend sowas passiert, wobei auch das ist eigentlich realistisch, naja, nicht wirklich. Also, wenn es mal so eine Situation gibt, wo ich die Rückblende einsetze, dann werde ich das auf jeden Fall sagen. Wir hatten die ein, zwei Situationen auch im letzten Teil des Formel 1 Spiels. Mal gucken, wie es diese Saison wird. Ja, auch hier, wenn wir mit geringem Treibstoff unterwegs sein sollten, dann sollte unsere Spitzengeschwindigkeit auch stark reduziert werden. Das finde ich völlig okay. Den Rennbeginn, den möchten wir auch auf manuell lassen. Das heißt, wir müssen die Kupplung kommen lassen. Das hatten wir ja auch schon im letzten Teil. Kollisionen sind natürlich an und Reifentemperatur ist auch voll aktiviert, sodass es komplett simuliert wird. Ach ja, hier und die Häufigkeit Autoschaden, da weiß ich jetzt gar nicht, was da der Unterschied ist, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auch auf Simulation. Wir versuchen ja wirklich auch Fehler zu vermeiden. Ja, und zum Thema Realismus. Es gibt ja jetzt hier die My Team Icons, die Möglichkeit, Ikonen wie Michael Schumacher, Nico Rosberg, Felipe Massa, Ayrton Senna und so weiter als zweiten Fahrer einzusetzen, sobald das denn irgendwie möglich ist. Und ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich möchte das hier an der Stelle überspringen. Ich finde die Idee echt nett, aber es ist nichts für mich. Ich möchte die Karriere möglichst realistisch halten. Und da hat für mich leider niemand hier namens Michael Schumacher, Massa etc. was zu suchen. Es ist sehr unrealistisch, dass irgendeiner von den Kandidaten in irgendeiner Form wieder zurück in ein Cockpit steigen kann. Von daher möchte ich das an der Stelle einfach überspringen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Ja, ich habe mich schon mal um die Charaktererstellung gekümmert und ihr seht, dass wir hier wieder mit ähnlichen Teamfarben antreten, wie wir das auch schon in der letzten Saison gemacht haben, mit diesem schönen dunklen Blau. Diesmal habe ich mich für ein nettes Türkis als Sekundärfarbe entschieden und ja, ich werde euch das Auto dazu auf jeden Fall noch nicht zeigen. Da kommt dann das Video der Autovorstellung dazu. Da bin ich schon gespannt, was ihr zu dem Design sagt. Es wird diesmal relativ schlicht in die erste Saison gehen, weil wir auch noch nicht so viele Designs freigeschaltet haben. Das kommt erst immer mit der Zeit, wenn man ein bisschen gefahren ist. Aber auf jeden Fall werdet ihr die Farben wiedersehen. Ja, jetzt haben wir uns um den Fahrer gekümmert. Jetzt geht es um die Teamdetails und natürlich kommt Alibaba Racing jetzt hier in F1 2021 wieder zum Spiel. Und wie immer steht als allererstes die Wahl des Primärsponsors an. Und ich schaue mir jetzt mal kurz alles an und gebe dann Bescheid, was für uns die beste Variante sein könnte. Ja, wenn ich mir das so anschaue, dann sind da ein paar coole Sachen dabei. Also mit Abstand am schwersten ist es hier 25 WM-Punkte zu holen. Ich glaube, das können wir nicht schaffen in der ersten Saison. Genauso fünfmal in den Punkten, das ist möglich, aber ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Wir haben ja nur 21 Rennen dafür Zeit und das wäre mir jetzt einfach zu unsicher. Was mir gefällt, ich glaube, das hatten wir auch schon bei Formel 1 2020. Ich schließe die Konstrukteursmeisterschaft mindestens auf dem 8. Platz ab. Ich glaube, wir können hin und wieder mal einfach ein glückliches Rennen haben, wo wir ein gutes Ergebnis haben. Und ich denke, dann werden wir auf jeden Fall vor
vor den Underdogs hoffentlich dann abschließen und vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als irgendwie fünfmal in die Punkte fahren zu müssen oder eine bestimmte Anzahl an Punkten irgendwie mitzunehmen. Und da haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen höheres Einkommen als bei Echo. Bei Echo müssen wir zweimal in die Punkte kommen und ich glaube, da ist auf dem achten Platz abschließend theoretisch sogar eher möglich, weil Alfa Romeo etc. nicht unbedingt Punkte holt. Das heißt, wir versuchen es auf jeden Fall mit XXY. Ja, und in dieser Saison haben wir wieder mal die Wahl zwischen den vier üblichen Motoren, wobei man sagen muss, Ferrari und Mercedes sind hier die beiden Top-Motoren. Da ist auch noch viel Luft nach oben, aber zum Beispiel die Stabilitätsfähigkeit bei Mercedes ist auch gar nicht so gut. Die ist bei Honda beispielsweise besser, sogar bei Renault. Allerdings ist da die Performance richtig schlecht. Also Renault ist natürlich schon eine Wahl, die man am Anfang berücksichtigen sollte, weil die kostet halt schon $900.000 weniger. Andererseits denke ich mir, für die schlechte Performance ist es, oder sagen wir andersrum, für die gute Performance ist es sicherlich wert, ein bisschen mehr zu zahlen. Und unter dem Aspekt würde ich fast sagen, wir wählen Honda. Honda hat uns schon Formel 1 2020 über drei Jahre begleitet und ich finde, das ist ein toller Motor. Red Bull zeigt, dass viel in dem Motor steckt, neben dem Honda. So, und da haben wir eine zufällige Auswahl tatsächlich von ein paar aktuellen Formel 2 Fahrern, den wir jetzt als zweiten Fahrer für die erste Saison bestimmen können. Und ich bin sehr gespannt, wer da noch, sich noch versteckt auf der zweiten Seite. Wir haben nämlich hier einmal Roy Nissany, Jean Chelal, Guillaume Samaya, Luis de Letras, Artem Makelov, Felipe Drugovic, Guan Yu Shu und Christian Lundgaard. Das sind alle, die wir wählen können. Und ich weiß nicht. Also ich muss sagen, bei den ersten 4-5 ist niemand dabei, den ich da gerne haben möchte. Und ich verfolge auch die Formel 2 jetzt nicht so krass, dass ich da jeden Fahrer gut kenne. Aber mir sind auf jeden Fall die meisten ein Begriff. Aber insbesondere Drugovic, Shu und Lundgaard sind mir ein Begriff. Und ich denke, es wird sich zwischen den drei hier entscheiden. Die haben auch alle eine ähnliche Wertung, ähnliche Stats, muss man sagen. Im Übrigen, wieder neu dazugekommen jetzt hier bei Formel 1 2021, ist das Konzentrationslevel. Das verändert sich dynamisch während den Saisons. Und beeinflusst nochmal die insgesamte Leistung, je nachdem, wie auch die bisherige Leistung war. Wenn jetzt mal Guan Yu Shu hier in die Punkte fahren würde, würde sicherlich die Konzentration hier stark ansteigen. Ja, also mir fällt die Wahl wirklich nicht leicht. Drugovic ist der noch hier ein bisschen günstiger ist als Shu und Lundgaard. Shu ist in der Realität wahnsinnig stark. Er wird sicherlich bald auch in einem Formel 1 Auto sitzen. Vielleicht als Nachfolger von Alonso irgendwann bei Alpine. Aber ich als Alibaba Racing, okay, das ist ein bisschen Widerspruch zu dem Namen, aber ich verstehe mich als europäisches Team und möchte auch europäische Fahrer fördern. Deshalb möchte ich mich in dem Fall sogar für Christian Lundgaard entscheiden, der da mehr oder weniger überraschend vielleicht die Chance jetzt erhält, in der Formel 1 sich einen Namen zu machen. Wir versuchen es mit dem sympathischen Dänen. Diesen Motoren herstellen. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Paddock Pass. Wie ihr seht, stehe ich diesmal nicht vor der Boxengasse und es gibt keinen Motorenlärm im Hintergrund. Und das liegt daran, dass ich dem Fahrerlager entfliehen und auf dem Land untertauchen konnte. Genauer gesagt, im Hauptquartier des neuesten Teams. Es passiert nicht oft, dass wir einen Blick hinter die Kulissen eines Formel-1-Teams werfen können und noch seltener, dass wir mit jemandem sprechen können, der das Team nicht nur leitet, sondern auch dafür fährt. Und genau das ist bei diesem Team der Fall. Denn Chef und Fahrer sind ein und dieselbe Person. Die letzten 12 Monate waren sehr ereignisreich und wir wissen nun, dass viele der Reglementänderungen, die für diese Saison geplant waren, auf die nächste verschoben sind. An manchen wurde aber festgehalten, wie der äußerst bedeutsamen Begrenzung des Budgets. Diese könnte einigen der kleineren und weniger erfolgreichen Teams vielleicht eine Chance geben, mit den großen Teams mitzuhalten. Schön für Sie und gut für uns, die Zuschauer. Aber was sagt der neue Boss zu all diesen neuen Regeln? Sind sie eine Herausforderung, eine Hürde, die überwunden werden muss? Vielleicht werden sie auch als Gelegenheit gesehen, um für Veränderung zu sorgen. Als eine Chance, um anzugreifen und sich in der Formel 1 für immer zu verewigen.
Tja, ich hatte die Gelegenheit, genau diese Fragen zu stellen. Genau hier und heute. Und das kam heraus. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich eine Menge Fragen, also lassen Sie uns gleich anfangen. Es ist schon lange her, dass wir einen Teambesitzer gesehen haben, der selbst auf der Strecke fährt. Und der Sport hat sich seitdem enorm verändert. Wie werden Sie die Aufgabe bewältigen, ein Formel-1-Team zu leiten und für das Team zu fahren? Also ich muss schon sagen, das Intro war cool. Wir haben ein nettes Headquarters hier, muss man sagen. Und eins, was ich ein bisschen komisch finde, ist unsere Cap, die hat echt hässliche Farben. Also die Formel dazu passt überhaupt nicht. Aber egal. Führen wir jetzt das Presseinterview auf jeden Fall mal durch und schauen wir mal, was wir gleich hier antworten werden. Ja, wir geben natürlich hier unserem Team vollsten Credit. Reden wir mal über Ihren Teamkollegen. Er ist natürlich begeistert, für Sie zu fahren. Aber verraten Sie uns doch, was er Ihrer Meinung nach dem Team zu bieten hat. Ja, nachdem Lundgaard ja auch ganz neu in der Formel 1 ist, möchte ich nicht gleich ihm hier zu viel zutrauen. Ich möchte ganz klar jetzt in dem Fall aussagen, dass er unsere Nummer 2 ist. Vielleicht ändert sich das irgendwann, ja wie auch in Formel 1 2020, dass wir da einen Teamkollegen haben, der uns dann auch regelmäßig schlägt. Aber jetzt erstmal ist Lundgaard unser größter Gegner. Sie haben offensichtlich viel Arbeit in Ihr Auto gesteckt. Wie glauben Sie, wird es sich auf der Strecke anfühlen? Ja, jetzt geht es darum, welche der Abteilungen wir gleich ein bisschen boosten können, glaube ich. Und ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aerodynamik ist wichtig, Chassis ist wichtig, Traktion am Kurvenausgang, ja, ich weiß auch nicht genau. Ist das jetzt Aerodynamik? Wahrscheinlich schon. Stabilisierfähigkeit sollte man am Anfang auch nicht unterschätzen. Wir gehen jetzt hier mal auf die linke Antwort und das ist für die Aerodynamik. Die meisten der anderen Teams haben jahrelange Erfahrung in der Formel 1. Wo denken Sie, haben Sie Gelegenheit für den nötigen Leistungszuwachs, um mit den anderen Autos mithalten zu können? Ja, hier geht es jetzt entweder um das Triebwerk oder vielleicht hier unten auch ums Chassis. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier oben geht es auf jeden Fall wieder um die Aerodynamik, aber dann lasst uns doch einfach hier ein bisschen das Triebwerk pushen. Oder das hier unten, ich bin mir nicht sicher, ob das auch aufs Triebwerk rausläuft. Wir nehmen jetzt das untere und wenn wir doppelt die Chassisabteilung pushen, nee, Moment, wir hatten Aero, das ist entweder Chassis oder Triebwerk, also nehmen wir das. Und es ist Triebwerk, das ist nicht verkehrt. Letztendlich hängt Ihr Erfolg in dieser Saison davon ab, ob Sie sich gegen andere Fahrer im Kampf um die bessere Position durchsetzen können. Was hat Ihr Auto, das Ihnen dabei einen Vorteil verschaffen kann? Ja, und hier würde ich sagen, gehen wir wieder auf die Aerodynamik. Das ist, glaube ich, das, was am meisten die Leistung beeinflusst. Und mir ist auch eine hohe Geschwindigkeit auf der Geraden wichtig, weil letztlich sind das die Situationen, wo man am besten verteidigen und angreifen kann. Deshalb gehen wir hier auf die obere Antwort. Und zum Schluss noch, wenn man bedenkt, wie viele Spezialisten für die verschiedenen Gebiete in ihrem Hauptquartier zusammenarbeiten, bei dem, was da auf sie zukommt, wer hat das größte Lob verdient? Auf welche Leute sind sie besonders stolz? Okay, vielleicht ist auch erst die Frage das, was letztlich so ein bisschen den Startbonus ja, bewirkt. Wir hatten das letzte Saison oder letztes Formel-1-Spiel in F1 2020, hatten wir das auch so, dass wir, glaube ich, da die Stabilisierfähigkeitsabteilung gewählt hatten und die war dann von Anfang an schon Typ 2. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt hier machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Es ist sicherlich wichtig, dass unser Auto gut durchhält und ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich möchte trotzdem weiter auf die Aerodynamik gehen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich hierfür Zeit genommen haben. Es war großartig, mit Ihnen zu sprechen und uns hier umzusehen. Wie gesagt, wir wissen das sehr zu schätzen. Und lieben Gruß auch an unsere Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Und es geht wieder los. Wir sind zurück im Menü von der MyTeam-Karriere. Ich freue mich so. Es hat sich nicht viel vom Design geändert, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, was auf jeden Fall anders läuft, wie bei den bisherigen Teilen. Und da freue ich mich auch schon drauf, auf die Neuerungen. Wobei das alte Spiel ja auch schon echt gut war, muss man sagen. Und wie immer geht's erstmal los mit ein paar Aktivitäten. Wir können jetzt hier in dem ersten Zeitraum 5 Tage verplanen, im zweiten dann dafür 7. Und am Anfang der Saison haben wir jetzt hier so ein paar Möglichkeiten. Hier übrigens ein Beispiel, das Fahrertrainingslager. Das gibt jetzt 187 Ressourcenpunkte. Wenn wir da bei den Einstellungen auf normal gegangen wären, hätten wir 250 bekommen. Und bei hoch hätten wir dementsprechend 63 mehr bekommen, also 313. Das heißt, es geht immer so, ja, einige Prozentpunkte nach unten oder nach oben. Und ja, das ist für uns jetzt eine schwierige Situation, weil es ein bisschen schwieriger wird als in der letzten Karriere, aber das werden wir schon schaffen. Was machen wir denn jetzt hier in den 5 Tagen? Teamanerkennung, Fahreranerkennung, ein bisschen Geld bekommen oder das Trainingslager. Und ich finde, auch wenn es jetzt hier primär um Lundgaard geht, aber es sollte ja auch gut fahren. Deshalb machen wir hier das Trainingslager, wir bekommen ein paar Ressourcenpunkte, das ist am Anfang sicherlich nicht schlecht.
Dann haben wir noch 7 Tage und können entscheiden, ob wir entweder auf Triebwerk und Strapazierfähigkeit gehen oder auf Aero und Chassis. Und da bin ich ein bisschen unentschlossen, weil beim Chassis haben wir irgendwie noch gar nichts entwickelt, beziehungsweise wir haben sowieso noch nichts entwickelt. Aber dafür gehen wir vielleicht mal kurz auf den neuen Forschungs- und Entwicklungsbaum, beziehungsweise auf die Anzeige. Denn es gibt jetzt nicht mehr so einen Baum wie vorher, sondern wir haben rechts unten hier dieses Kuchendiagramm, wo man anhand der Fläche immer sieht, wie weit man da schon ist. Wobei bei Antrieb und Strapazierfähigkeit muss man sagen, das sind jetzt ausschließlich die Hersteller, also die Motorhersteller-Upgrades zur allgemeinen Haltbarkeit und zum allgemeinen Antrieb. Wobei hier bei Antrieb haben wir wohl auch was im Interview gesagt, denn wir haben hier schon die umgestaltete Brennkammer. Das haben wir schon als Upgrade drin. Man sieht jetzt hier links immer die Übersicht. Hier haben wir 0 von 7, 0 von 5, 1 von 5 in diesen unterschiedlichen Strängen. Und teilweise braucht man beispielsweise hier für die Statoren, so wie es ausschaut, beziehungsweise ist das genau, was steht hier? Hier steht doch irgendwo, man braucht die Zündkerze. Genau hier rechts unten steht, man braucht die Zündkerze. Und ja, da muss man einfach immer ein bisschen gucken, ja, wofür man das so braucht. Jedenfalls haben wir bei Chassis noch gar nichts und bei Antrieb und Strapazierfähigkeit ja auch nicht. Aber dadurch, dass wir hier allgemeine Upgrades haben, sieht eine 0 von 23 echt fies aus. Deshalb bin ich gerade am überlegen, ob wir hier bei den 7 Tagen vielleicht trotzdem den Schwerpunkt Aero und Chassis machen. Andererseits sollten wir, glaube ich, die Strapazierfähigkeit gerade am Anfang ein bisschen pushen. Deshalb möchte ich vielleicht hier diesen Schwerpunkt machen. Was wir auf jeden Fall als erstes machen, wir haben noch 2,7 Millionen und da möchte ich auf jeden Fall hier mal die Motorabnutzung reduzieren. Diese Fahrerboni am Anfang sind wirklich gut investiert, glaube ich. Das ist nicht so teuer. Und hier haben wir das Ressourcenpunkteinkommen, was wir erhöhen können. Also das ist wirklich wichtig, glaube ich, am Anfang. Und ich bin einfach gerade überlegen, ob wir nicht einfach alles machen. Fahreranerkennung wird schneller erhöht, zusätzliche Interviewantworten. Es kostet nur 1 Million. Die haben wir am Anfang noch gut zur Verfügung. Und dann dauert es eine Weile, bis wir da auf Stufe 2 upgraden können. Ja, und jetzt schauen wir noch. Wir haben noch 1,7 Millionen Dollar. Was wir hier als nächstes machen, bevor es jetzt irgendwie an die Personalabteilung oder ähnliches geht, wo wir die Werte des Zweitfahrers Dauer auf der Höhe oder auch an die Marketingabteilung, sollten wir gucken, dass wir hier das Ressourcenpunkteinkommen erhöhen. Aerodynamik ist bereits auf Typ 1. Das heißt, da gehen wir nicht rein. Aber wir werden vielleicht hier bei... Ja, machen wir... Ist eigentlich egal, ob wir jetzt das bei Chassis, Strapazierfähigkeit oder Triebwerk machen. Es ist ja eh nur für die Ressourcenpunkterzeugung. Das heißt, wir gehen einfach eins nach dem anderen durch. Ja, ich habe jetzt hier mal mit Chassis angefangen, habe hier mal das Upgrade in die Wege geleitet. Ich kann nur nicht reingehen, weil dann würde ich euch das Auto schon zeigen. Und das möchte ich ja noch nicht. Und dann würde ich sagen, spulen wir mal vor zur Autovorführung, bevor wir irgendwas mit unseren Ressourcenpunkten machen. Das machen wir dann nach der Autovorführung. Und jetzt ist schon die erste Unterbrechung. Wir haben jetzt so ein tolles Abteilungsereignis. Ich freue mich drauf. Das ist einfach ein neues Element. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es macht auf jeden Fall Spaß, dass da ein bisschen was Neues dabei ist. Personalabteilung. Was passiert hier? Wir klicken hier mal durch. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Personalabteilung möchte, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Wir haben mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Lass dir Zeit und bedenke, was für Auswirkungen deine Entscheidung haben könnte. Lundgaard war also in letzter Zeit besonders gut im Simulator. Worauf sollen wir uns bei der Fahrerausbildung konzentrieren, jetzt da es so gut läuft? Tempo oder Aufmerksamkeit? Puh, ja, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, aber ich würde sagen, ihr solltet lieber Fehler vermeiden, bevor es ans schnelle Tempo geht. Machen wir die Aufmerksamkeit. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Und im Nachhinein war das echt eine gute Entscheidung. Ich hatte nämlich die Werte von Lundgaard gar nicht so im Kopf. Der hat schon ein relativ hohes Tempo mit 74 und die Aufmerksamkeit, die ist jetzt nochmal deutlich mehr gepusht und das gefällt doch super. Also das ist jetzt wirklich eine 72er Wertung als zweiten Fahrer als erstes. Das ist doch super. Also ich meine, da kann man sich nichts Besseres vorstellen. Ich glaube, Lundgaard wird gut performen bei uns. Jetzt kommt der spannende Moment der Enthüllung. Wir geben das neue Designpreis. Wie gesagt, recht minimalistisch. Aber für die erste Saison brauchen wir da noch nicht hier ganz tief in die Tasche greifen, sozusagen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal das neue Design. Dieses schöne dunkle Blau mit den neuen türkisen
Designlinien. Der Sponsor aktuell noch in weiß hier auf der Seite, den mache ich vielleicht ein bisschen grau, wobei das weiß eigentlich auch ganz gut passt. Ansonsten haben wir ja noch keine Sponsoren am Auto. Ich werde noch ein paar andere Plätze mit dem Hauptsponsor jetzt bekleben lassen. Aber so ist das Auto doch eigentlich ganz schick für die erste Saison, hoffe ich doch. Und wieder ein Abteilungsereignis. Das passiert aber wirklich häufig. Gute Neuigkeiten. Sie mussten ein paar Nächte durcharbeiten, aber die Abteilung hat den Fertigstellungstermin einhalten können. In diesem Fall hatte das besonders viel Mühe gekostet, also sollten wir vielleicht zeigen, dass wir das zu schätzen wissen. Mit einer Party oder so. Ja, das ist die Frage. Entweder die Strapazierfähigkeitsabteilung verliert an Moral oder wir stimmen der Party zu, müssen 20.000 zahlen. Aber ganz ehrlich, das ist es der Wert, denn wir haben hier das bessere Material für das Getriebe freigeschaltet, was es aktuell dann rabattiert geben wird für nur 250 Ressourcenpunkte. Und ich muss sagen, das ist cool. Und das wird es nämlich jetzt auch öfter geben. In den Trainingssessions gibt es dann, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt, einzelne Rabatte auf bestimmte Teile. Da können wir uns also ein bisschen daran hangeln und ganz in alter schwäbischer Natur hier die günstigsten Teile dann immer entwickeln. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich in die Forschung und Entwicklung rein. Wir haben jetzt 1300 Ressourcenpunkte ungefähr. Wir sehen hier übrigens den Leistungsvergleich hier rechts. Man sieht es jetzt auch ein bisschen deutlicher, die Balken, finde ich. Auch mit der weißen Linie sieht man ein bisschen besser, wo man gerade steht. Und das Spiel sieht Williams als schwächstes Team, dann Haas, die sind relativ ähnlich. Alfa Romeo einen Tick besser und wir kommen dann kurz vor Alfa Tauri, die hier wirklich schwach gesehen werden. In der Realität würde ich die eher ein bisschen über Alpine einschätzen, wobei das ja auch von Rennen zu Rennen verschieden ist. Dann Ferrari, McLaren, Aston Martin hier, das drittbeste Team. Das würde ich jetzt in der Realität auch eher nicht so sehen. Da würde ich Aston Martin eher so zwischen Ferrari und Alpine einordnen. Und dann haben wir Red Bull auf der 2 und McLaren ganz vorne. Mercedes natürlich ganz vorne. Ja, springen wir gleich mal in die Strapazierfähigkeit hier rein. Wir haben jetzt hier dieses rabattierte Teil und warum nicht hier einfach das mal entwickeln. Wir haben zwar 40% Fehlschlagsrate, aber das sind wir gewohnt am Anfang der Saison, dass die noch so hoch ist. Ich würde sagen, wir probieren das einfach. Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht starten wir noch ein Upgrade bei der Chassisabteilung. Wir haben jetzt hier zwar keinen Bonus hier oben, sieht man. Ich dachte, die Aktivitäten hätten da ein bisschen geholfen, aber scheinbar noch nicht genug. Aber wir können jetzt hier mal anfangen, bei der Chassisabteilung ein Teil zu entwickeln. Und es sieht so aus, als ob wir hier entweder den hinteren Unterboden nehmen können oder den zentralen Unterboden. Und ich fange jetzt einfach mal dem hier unten an. Da gibt es nämlich unten ein bisschen größeren Sprung, wie es ausschaut. 500 Ressourcenpunkte, auch wieder 40% Fehlschlagsrate. Drücken wir da mal die Daumen. Bleiben immer noch 587 Ressourcenpunkte und damit können wir bei der Aerodynamik noch mal ein bisschen was machen, um dann gleich schon mal ja gut zu starten, hoffentlich. Wir können hier die Hauptklappe des Frontflügels machen. Hier unten, na gut, das ist zu teuer. Da haben wir ein großes Upgrade schon, was wir machen könnten beim Heckabtrieb. Wir könnten jetzt entweder beim DRS, nee, da können wir gar nichts machen, entweder beim Luftwiderstand die Luftleitbleche oder den Gurney Flap beginnen. Und ich würde sagen, entweder wir machen hier die Luftleitbleche oder wir gehen hier auf die Frontflügelhauptklappe. Und ich bin mir auch nicht so sicher. Nehmen wir mal hier die Frontflügelhauptklappe. 30% Fehlschlagsrate, die ist hier etwas geringer. Die Teamaktivität war ja noch gar nicht abgeschlossen und wir haben uns ja auch für Antrieb und Strapazierfähigkeit entschieden, ganz vergessen. Und da haben wir jetzt dann aber einen Bonus. Minus 10% Bauzeit, minus 5% Ausfallwahrscheinlichkeit und wir haben noch mal ein paar Ressourcenpunkte bekommen. Und die reichen gerade so aus, um hier noch eine Sache zu starten. Und da würde ich hier mal mit der Zündkerze anfangen. Da haben wir jetzt einen kleinen Bonus, dauert 28 Tage, aber ja, irgendwann muss man ja anfangen. Ja, und das war's erstmal mit dem Einführungsvideo. Im nächsten Video geht's dann nach Bahrain. Ich bin super gespannt, die ersten Runden mit dem Auto zu drehen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und konntet auch hier aus dem Einführungsvideo schon ein bisschen Spannung raushören, weil ich bin super gespannt. Also ich bin auch super euphorisch jetzt für diese Saison. Ich werde gucken, dass pro Woche weiter 3 Videos rauskommen und ihr dann die Saison schön verfolgen könnt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum Saisonstart in Bahrain.